So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Getreu nach dem Motto, einer geht noch, ist genau noch ein Klon Pokémon übrig. Da befinden wir uns gerade auf dem Weg hin. Der Pierre wollte mitmachen, der Viant, wieder mal der Kotbrot, bester Name übrigens. Wir gucken mal, was hier noch rumsitzt. Da sind noch ein paar... Toll, jetzt wollte ich doch das Evoli andrücken. Das ist natürlich kein Evoli. Wir laufen jetzt hier hoch zur Apostelkirche. Servus. Wir laufen hier hoch zur Apostelkirche. Da ist nämlich das Bisaflor, das ist das letzte, was noch fehlt. Dann haben wir die 3 Vierer-Raids auch durch. Auf dem Weg immer schön alles andrücken. Vielleicht ist noch ein Shiny dabei. Das Wetter ist heute richtig Bombe. Ihr seht es ja überall. Sonnenschein. Jetzt werde ich mich gleich noch hier in die Arena setzen. In der Nearby-Liste seht ihr das auch. Das ist das einzigste, wo noch ein Schatten dran ist. Bisaflor. Wir sind gespannt. 5 Minuten habe ich noch. Werde ich auf jeden Fall schaffen. Hier sitzt ein Shiny Sichlor. Da setze ich mich mal dazu. Okay, das geht nicht. Die wird gerade angegriffen. Egal. Jetzt habt ihr ja schon im Beutel gesehen, was ihr gar nicht sehen sollt. Wir laufen einfach weiter. Wir melden uns zurück, wenn wir oben angekommen sind. Machen dann den Bisaflor Raid. So, da sind wir also angekommen. 4 Leute in der Lobby. Wir werfen gleich mal den Pass ein. Beziehungsweise gehe ich noch mal raus, damit ich die Arena noch drehen kann. Gehe jetzt aber noch mal rein. Was denn? Style. Hier habe ich noch was gefunden, gestern vom Essen. Ne? Da gab es nämlich wieder mal Döner vom Dill-Dönermann, der die ganze Zeit gehustet hat. Einfach auf den Döner drauf. Das ist bestimmt Coronavirus. Das habe ich eingesteckt, damit werfe ich eigentlich immer ein Adi ab. Jetzt haben wir alles da. Kotbrot, Tackler, Tackelter heißt das ja eigentlich. Wie Jan, Sly, Aiwascha, wunderbar, 5 Leute. Warum auch immer, bei Bisaflor dachte ich, tut es jetzt lauter Feuer-Pokémon rein. Hat es aber nicht, es nimmt Lugia. Wollen wir trotzdem mit Feuer kämpfen? Ich gebe mal Feuer ein, einfach so aus Spaß. Feuer, Fire, die Fire-Pokémon. Also im Englischen wird es ja so klingen. Was hat hier überhaupt Feuerattacken? Weiß ich nicht. Ah, das ist es bestimmt. Jetzt nehme ich einfach nur schlechte Pokémon rein, Hauptsache irgendwas. Vielleicht hat es deswegen, vielleicht haben die ganz andere Attacken. Vielleicht hat Logok ja auch Kampfmoves und das Einzige, was hier wirklich Feuer ist, ist das 100er Entei. Entei. Das ist auf jeden Fall sehr effektiv. Ich weiß nicht, warum es Lugia genommen hat. Flug gegen Pflanze? Ist das gut? Weiß ich nicht. Da müsste der Pokémon-Experte, der Benjamin, wieder was reinschreiben. Und guckt euch mal die Frisur an, ist es nicht... If you're happy and you know it, pflanzt dir eine Palme auf den Kopf. Wir hauen auf jeden Fall mal drauf. Das schmeiße ich dann weg, ne? Nicht, dass der Adi noch durchdreht. Aber habt ihr das auch? Wenn ihr eine Katze habt und ihr esst irgendwas vom Imbiss oder so und ihr habt ja immer so Alufolie dabei. Und sobald ich dann fertig bin und krüpfel das zusammen, da wird er so heiß drauf, diesen Aluball zu bekommen. Meistens kommt er an, schnappt den weg mit seinen fleischigen Reißzähnen, fleischig, mit seinen Reißzähnen, und sobald er den Ball hat, fängt er an und knurrt wie ein Bekloppter, trägt den durch die halbe Wohnung, richtig brutal jedes Mal, auch wenn du dem freiwillig irgendwas gibst, er dreht dann immer komplett durch und fängt an zu knurren, als müsste er es verteidigen, obwohl man es ihm ja freiwillig gegeben hat. Das sieht gut aus, immer noch Feuerattacken, also denke ich mal, habe ich alles richtig gemacht. Hier noch ein schönes Shiny Glurak reingenommen, auch sehr effektiv, auch mit C-Day-Attacken natürlich. Und wer es immer noch nicht mitbekommen hat, die Klon-Pokémon aus den Raids haben ja auch die C-Day-Attacken. Also wenn ihr da noch was für PvP sucht, für die Hyperliga oder für die Superliga oder für die andere Liga, nehmt euch da mal ein bisschen was mit. Die ersten Starter einfach immer noch die coolsten, finde ich zumindest. Und vor allem habt ihr schon euer Klon Pikachu abgeholt. Ihr könnt ja jeden Tag auch eine Fotobomb machen, wo ein Klon Pikachu drin ist, bei dem irgendwie nur die Ohren anders sind, oder? Sonst habe ich da jetzt keinen Unterschied gesehen. 64 Sekunden übrig.
Toll. Hyperfreunde mit Kotbrot. Wunderbar. Kann man mal mitnehmen. 14,95. Wir werfen wieder eine goldene Beere. Gucken wir, ob wir das auch im ersten Ball fangen. Ja, daneben. So kann es sein. Hat jemand mehr als 14,95? Klingt gut, ja. Okay, also jeder. Erster richtig getroffene Ball und da ist es auch drin natürlich. Das nehmen wir gerne mit. Jetzt müsste der Levelaufstieg noch reinkommen. Gucken wir hier, 10 Bonbons gab's. Oh, das ist ja richtig schlecht. 10, 10, 13, 11 müsste das glaube ich sein. Aber es sieht lustig aus auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin schon wieder im auf jeden Fall Modus. Alles was ich sage ist auf jeden Fall. Jetzt müsste noch der Levelaufstieg reinkommen. Genau, Kotbrot, Hyperfreunde, 50.000 ohne Glücksei, ist ja nicht schlimm, kann man ja mal machen. So können wir wenigstens weiter leveln und ja, das war es eigentlich jetzt von meiner Seite aus. Habt ihr schon alle drei Klon-Pokémon mitgenommen? Habt ihr das Pikachu mitgenommen aus der Fotobomb? Schreibt es mal in die Kommentare, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses!